Dann machen wir einfach mal Folgendes. Habe ich denn hier keinen... Gibt es hier eigentlich einen Mechaniker? Was haben wir denn hier noch? E-Mails? Oh, exklusive Ware, ja, wisst ihr ja. Habe ich hier eigentlich auch einen... Nee, habe ich nicht, ne? Trevor, Samir, Michael Lamar, Notfalldienst. Nee, das ist kein Notfalldienst. Oder ist das der Notfalldienst? Moment, ist da oben. Das ist ein Heli, echt krass. So, gibt's denn hier kein... Hallo? Kein Auto, das hier irgendwie entlang fährt? Guck mal, da ist ein Häschen. Oh, ist das nicht schön? Ein Häschen. Ich brauche ein Auto, ganz ehrlich. Ich glaube, die können mir noch eins holen, ne? Luftschiff ist mir ein bisschen zu übertrieben. Notfalldienst nicht. Notfalldienst. Nein, ich kann nicht die Polizei anrufen. Wenn ich hier irgendwie was anderes... Stretch, Donja... Luftschiff? War das doch Luftschiff? Was ist ein Luftschiff? Atomic Blimp Services, how can I help you? Hey, I need a blimp right now. Of course, sir. I'll get one sent out to the nearest available drop-off point. Yeah, appreciate it. Hope it works out for you. Goodbye. Das hat mir bestimmt was gekostet, oder? Hey, da links ist mein... Irgendwo da links ist mein Luftschiff. Ich hole mir gerade ein Luftschiff, damit wir ein bisschen hinter Luft schiffen können. Ich muss mal pinkeln. Bin gerade mitten im Gebüsch hier. Ja, wo ist denn das? Ganz ehrlich, jetzt willst du mich verarschen, oder das... Alter. Brauch ein Auto. Da ist die Straße aber belebter. Hoffe ich. Aha. Wehe, du biegst ab. Wehe, du biegst ab. So, danke schön fürs Anhalten. So. Ich lasse das mal mit dem Luftschiff, ne? Ihr wisst ja, dass ich da nicht so... Fliegen ist ja nicht so meins. Eigentlich wollte ich das doch nur haben, damit wir hier zu der Mission fahren können. So. Ich dachte, die würden mir noch was anderes liefern können als ein Luftschiff. So, aber anscheinend jetzt irgendwie nicht so der Fall. Einmal hier auch gestoppt mit dem Radio. Und wo geht's jetzt hier lang? Ach, hier sind wir irgendwo beim Sägewerk, ne? Sägewerk, Bad Sägewerk, vom Sägewerk. Ach ja, dann fahren wir mal auf die Straße und... Aber ich bin wieder da, ich bin wieder da, ich bin wieder auf der Straße. Ja, geil, wir sind auf der Straße, super. Und jetzt fahren wir hier runter. Hey, da ist ein Rennen, es ist ja nachts. Wollen wir noch ein Rennen fahren? Ey, komm, ich bin so lange kein Rennen mehr gefahren. Ich verkacke die doch sonst immer. Aber die sind gerade, guck mal, das haben wir noch nicht gefahren. Da ist noch kein Haken dran, glaube ich. Und wir können ein bisschen Geld verdienen. Ey, wir brauchen noch Geld, ey. Wir haben noch nichts, wir sind doch arm, ey. Erstmal ein Rennen fahren, die kann man eh nur nachts fahren. Das ist ganz geil. Ich glaube, wir haben in der zweiten oder ersten Folge mal ein Rennen gefahren. Ey, ich will teilnehmen. $500, klar, habe ich dabei. Machen wir jetzt einfach mal. Wir haben eine gute Karre. Let's do this. Stadtrundfahrt. Ich meine, ich habe gerade kein Smart oder sowas. Das ist, glaube ich, ganz gut. Wir haben einen Ocelot. Okay, die fahren mir einfach davon. Das ist super. Ich kann doch jetzt kein Musikgehör brauchen. Motzt mich mal. Hey! Ich nehme Windschatten, ey. Ja doch, ich bin auch. Alligator! Ah, verkackt. Alter, fahren die mir ran oder was an die Karre? Ich muss da unten. Ich. Einfach mal mithupen. Verdammt, ich fahre aber auch immer wie in so ein gesenktes Sau. Hi. So, da vorne streiten sich zwei. Dann freut sich der dritte zumindest gerade nicht da, der da auf dem Dach lag. Aber ich freue mich. Achso, das war gar keine richtige Kurve. Hey, ich bin Zweiter. Ah, geil. Lass mich mal da durch. Bin wichtig. Nicht dran stoßen. Ah, verkackt. Alter. Ich wollte hier nicht parken. Das ist nie mein Heim. Verkackt, wir sind wieder auf dem letzten Platz. Und das war, glaube ich, ein normaler Fahrer, der war schnell... Aber, okay. Ich weiß halt nicht, wo das Ziel ist. Mann, das ist so doof hier. Ich mag diese Strecke nicht. Die Strecke ist ja kacke. Ich mag diese Häuserzeilen nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn... Alter, wie werden die einfach rückwärts fahren mitten auf der Straße? Was machen wir mit dem kaputt? Ich meine, das ist einer von den Gegnern gewesen. Der muss irgendwo gegengefahren sein. Das heißt ja auch Gegner. So, einmal hier runter. Ich darf mich jetzt nicht von meinem Navi verwirren lassen. Das ist mir als sagt, dass ich zu dem Attentat soll. Danke für den Anstupser. Ich habe halt nicht die Karre, mit der ich normalerweise fahren würde hier. Da
Deshalb ist das jetzt hier ein bisschen... Ich weiß, ich bin übelst rabiat. Aber das sind NPCs. NPCs kennen das nicht anders. Kennen nur das Rabiate! Ja, ja, ja. Ich hup doch. Hört auf zu hupen, wenn ich hup. Hast du Stress oder was? So, jetzt hier aber. Komm schon. Ich krieg den noch. Bremst doch nicht. Alter. Bastard. Krieg dich. Krieg euch alle. Ihr Schweine. Ihr habt Kenny getötet. Geht mal hier weg. Ihr habt mich einfach weggeschubst. Komm schon. Wenn ich Vierter werde, ist auch okay. Wenn ich Dritter werde, ist noch besser. Warum dreht er sich denn immer eigentlich? Kann ich mir das mal sagen? Der Wagen dreht sich übelst. Immer wenn ich irgendwo gegenfahre. Good night. It's time to say good night. Schubst mich nicht. Bitte schubst mich nicht. See you later, alligator. Ich kann das Lied gar nicht, aber ist egal. See you later. Alter, und er dreht sich wieder. Der steht aber auch immer gleich. Seht ihr das? Der steht immer jedes Mal gleich. Den haben wir ausgeknockt. Den haben wir ausgenockt. Den haben wir ausgenockt. Wir haben auf jeden Fall Fünfter. Kriege ich die noch? Ich weiß halt nicht, wo das Ziel ist. Das ist ganz schön... schön tricky hier. Ah, geil. Hat sich verkeilt. So, jetzt bin ich Erster. Jetzt habe ich erstmal ein bisschen Luft zum Atmen. Hey! Ey! Piss dich! Boah! Wo kommt der denn jetzt her? Sein Wagen ist schneller als meiner. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Oh Mann, diese verfickten Checkpoints. Warum können die nicht auf der ganzen Straße sein? Jetzt bin ich wieder Sechster? Mann, das Rennen ist spannender, als es mir lieb ist. Dass es spannend ist. Alter, ich wusste doch nicht, dass das Rennen einfach über 5 Minuten geht. Kann das mir aufhören bald? Also nicht jetzt. Nicht so lange ich Sechster bin. Ja. So. Ich bin wieder Dritter. Ich bin wieder Zweiter. Oh. Boah. Scheiß die Wand an, Junge. Der Erste ist da noch. Einer sitzt mir schon wieder im Nacken, glaube ich. Kann das Rennen nicht mal vorbei sein, bevor ich wieder Letzter werde? CNT. CNT. Oder vorne. Hey! Komm schon, fahr da rein. Fahr gegen den anderen. Na, okay, ich bin nur Dritter geworden. Oh Mann, aber das Rennen ging, Alter, 5 Minuten. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Mit dritter Platz, Stadtrundfahrt. Ja, Bronze halt, ne? Bestzeit, 4:17. Hab ich das schon mal gefahren? Bin schon mal gefahren, da bin ich aber besser gewesen, oder wie? Nee, machen wir. Ist okay, dritter Platz, passt schon. Krieg ich wahrscheinlich nichts für, aber... 2000! Doch, hat gereicht. Sehr geehrter Mr. Clinton, hier die Übersicht der Mieteinnahmen Ihrer Immobilien. Ach, geil, ey. Ich kriege einfach eine E-Mail dafür. Pass mal auf. Downtown Cap gibt mir nochmal 2000... Ach so, das war... Ich habe nichts gewonnen in dem Ding, das kann das sein. Naja, wir haben das Rennen irgendwie... Ich glaube, ich habe da jetzt einfach mehr bezahlt, als wir das geplant hatten. Was ist denn das hier? Pitchers on Winewood. Bar und Lapdance. Ich will die Lapdance-Bar. Ich hab nur 500.000. So, okay, fahren wir wieder. Dankeschön. Ich hab da nur 500.000. Ich kann mir da nichts für eine 750.000 kaufen. So, da unten sehen wir schon... Ja. Da, was lernt man daraus? Man sollte nicht immer auf das Navi schauen, sondern einfach mal öfters... Verdammt, was war denn da gerade? Da war irgendeine kleine Quest, oder? Ist der noch da? Ein Untoter! Hey, Zombie! Ja, du siehst doch aus. 1 Jahre der Charaktere werden... Aha. Any luck? No, not really. This is Vinewood. The only place they made the lobotomy mandatory. Well, I will say I know a lot of people that were killed for this job, but I'm gonna be straight up with you, dawg. It ain't true. Good luck. Thank you.
Ach, das war jetzt nur so oder so, damit ich den im Regisseurmodus jetzt habe. I am the undead. I am the undead. Watch it, creep. I. Mom, no. No. I'm working. I'm working. Of course, the job. I get paid, don't I? Yes, it's the zombie thing. Listen, it's a postmodern thing. I am like a self-aware zombie. Like, it's the commentary on the proliferation of zombies in culture. Yeah, seriously, Mom, I gotta go. Okay, I'm hanging up. Excuse me. Hab ich da... Moment, hab ich da... Hab ich da gerade gesehen, wie eine Frau fast überfahren wurde und dann ist irgendjemand, ich weiß nicht, ob das der war, der das Auto gefahren hat oder irgendjemand, hatte gerade irgendjemand meinen Wagen gestohlen, den ich geklaut hatte? Ich hab keinen Wagen mehr. I know that, because I went to college and studied philosophy. And that served me really well, because now I'm a zombie walking the streets, because I didn't go to fucking law school. Ich glaube, das ist die wahre Geschichte. Gehirne. I want brains. Brains. Gehirne. Ich glaube, du könntest bei der Serie I, Zombie mitspielen. I'm the Vinewood Zombie. Just like the movie with the same name. Oder in dem Film. We all think it's cool, even though we all know it's awful. Das spielt aber The Walking Dead mit. Brains, brains, brains I want. You can get a picture. Just $10. I'm also on Bleeder and Life Invader. Der Typ ist geil. Brains. Lecker. Gehirne. Brains. Nie benutzte Brains. Lecker. Pointless Brains. My turn, tiny Brains, like idiots have. Da, ich hab ein Gehirn für dich. Moment. Oh, siehst du, der hat tatsächlich keinen Hirn. Ich bin Zombie. Hollow ones, like Airheads have. Ich hab ein Gehirn für dich organisiert. Du musst es jetzt nur von der Straße noch kratzen. Ach nee, das ist ein falsches Spiel. Ich hab das nie gesagt. I'm the Vinewood Zombie. I'm the undead. Undead. Take a photo. It's only $10. I won't give it to charity. I am a charity. I am a very sad and lonely man named Prim. Guck mal. Guck mal. Guck mal. I am undead. I am undead. Das ist nicht schön. I am undead. Ist auch nicht schön. I am undead. Das ist schön geworden. I am undead. Das ist schön. Das speichere ich in der Galerie. I am undead. And I hate myself at a level. Possibly come close to understanding. Und das speichere ich auch. Das gebe ich sofort den Behörden. I am undead. Ich bin zutiefst erschüttert. Ich meine, ich habe ihn nur bewusstlos geschlagen, da lag nämlich noch kein Geld. Die Krankenwagen haben ihn überfahren! Oder der Krankenwagen, die Krankenwagenfahrer. 10 Mäuse fürs Gehirnefressen.
I'm undead. Ja, lass schon nochmal drüber. Undead. I'm undead. Bist ohne Vater? Hä, was? Er ist undead? Zombies. Cool. Zombies sind lustig. Zombies are everywhere. I'm not even an original idiot. Idiot. Lustig. So. I'm a cultural obsession coming home. Alter, wie viel Text er hat dafür, dass er nur eine Nebenfigur ist. I make no sense. No sense. I serve no purpose. I eat brains and I have none. I'm the undead. I am. Undead. 10 Mäuse für ein Foto. 10. Hey, Schatz, ich schenk mir ein Foto. So, ich brauche ein Taxi, ich fahre aber selber. Tschüss, mach's gut, Undead. Ach, jetzt. Freund? Wer ist denn Freund? Guck mich nicht so an, bitte. Ja, komm, dann, ja, keine Ahnung, kostet mich nichts, ne? Hä, was? Ich bin... Hä, was? Ich wollte doch hin. Freund. So, das ist mein Handy. Moment, hör auf, warte, ich hab mein Handy aus Versehen rausgeholt. Wegpunkt. Ja, hier. Dürfte mich ja eigentlich nichts kosten, oder? Bespringen ist teuer. Aber fahr mal hier, fahr mal ein bisschen schneller. Gib mal Gummi. Speed it up. Oh ja, die Musik. Ja, und jetzt um die linke Kurve. Woo, super. Ich werde gefahren. Das ist mega cool. Ich könnte es jetzt überspringen, aber das ist teuer. Aber wir sind fast da. Komm, und ich will mal gucken, wie er fährt. Ja, gib Gummi. Jawohl, sehr schön. Oh, die gelbe Ampel überfahren. Das war aber ein bisschen heikel in Wanne Eickel. Also, da wärst, also in Wanne Eickel wärst du, da wärst du schon angezeigt worden, über Gelb zu fahren. So, und jetzt einmal links. Jawohl, super. Er macht einfach, wow, er fährt ihm einfach voll rein. Sehr geil. Und dann jetzt einfach hier rechts kannst du ja einfach fahren, da ist ja niemand. Ah, gelbe Ampel, kein Ding. Haben wir einfach überfahren. Ja, pff, also, du kannst dich rechts überholen. Ach, doch, in der Stadt schon. Stimmt, wir sind in der Stadt. Ist okay. Da geht das voll klar. Da ist egal, auf welcher Spur man überholt. Rote Ampeln. Scheißen wir drauf! Richtig! Boah, ich mag den Taxifahrer. Und das ist jetzt billiger, als wenn ich es überspringen würde. Der macht aber noch viel mehr Fun. So, jetzt hier. Aber jetzt hältst du, oder was? Nur weil das ein Laster ist, so eine Riesenkreuzung, oder wie? Da vorne ist mein Ziel, ich kann es sehen. Ja, weißt du, jetzt macht er hier, jetzt macht er noch ein bisschen, jetzt will er ein bisschen Geld rausholen, ne? Jetzt lässt er die Uhr schön. Ja, weißt du, die Ampel, ne? Vorher macht er so, wow, ich fahre wirklich mega gefährlich und so, und da musst du mir Trinkgeld geben. Und dann steht er an der einen Ampel, wo er einfach weiß, dass wir jetzt erst in 3 Phasen die Grünphase haben und wir jetzt eine ganze Zeit, eine lange, ganze Langeweile jetzt hier auf Rot stehen werden, bis es grün wird, so wie jetzt, ne? Und dann, die Uhr läuft schön und die läuft und die läuft und die läuft. Ja, und jetzt tut er noch so, als würde ihm fast drauf fahren. Oh, ja, genau, und rote Ampeln und sowas. Hm. Scheiß doch. Ja. Wie, ich steig jetzt einfach hier mittendrin aus. Ey, da klingelt ein Telefon, das ist im GTA 1. Wie geil ist das denn? Back to the roots. Ever heard of Jackson Skinner? He's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out, and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie. I'll be in touch. Gut gemacht. So, beobachte die Prostituierte. Nichts lieber als das. Ich werde jetzt eine kleine oder eine große Prostituierte. Eine dünne, eine dicke Prostituierte überwachen. Ich werde mal ein Auge auf die werfen. Hoffentlich bleibt's bei dem Auge. Haha. So, hier runter. Nein, natürlich nicht. Wir sind anständig. Wir beobachten sie. Und wenn ihr ein Typ dumm kommt, dann zeigen wir ihr, dass wir sie beschützen können. Wow, so, einmal hier runter. Dann verlieben wir uns in sie und dann müssen wir sie freikaufen an ihrem Zuhälter, weil sonst der Zuhälter und seine Schlägertypen uns ewig verfolgen werden. Naja, das kennt man ja, das kennt man ja. So, wo ist die Prostituierte? Guck mal, auf einmal kann ich ganz vernünftig fahren, sobald es auf dem Weg nach einer Prostituierten geht. So, Abkürzungen sind auch für mich kein Thema. Hoppala, habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. Oh Gott. Kein Ding, aber ich hab's eilig. Ja, so.
Gott. Ich drücke das Gaspedal nämlich mit meinem dritten Bein runter. Gott, nein, es tut mir leid, was ist denn los wieder heute? Ey, da kommt Wasser rausgesprudelt. Weißt du, was auch gleich sprudeln wird? Nein, ich höre jetzt auf. Entschuldigung. Damn, that must be my girl. Hi there, beautiful. You want a party with me? Not today, honey. I'm waiting for someone. Die Prostituierte steigt in den Wagen der Zielperson, warte, bis sie es tut und erledige dann den Fahrer. Ich hoffe, ich stehe hier total unauffällig. Und so, als würde ich hier einfach hingehören. Franklins Deckung ist aufgeflogen. Mann, und ich dachte, offensiv ist die beste Deckung, die man haben könnte. Ich habe mir schon fast gedacht, dass er es ist, aber er fährt mir auch voll rein.